Ich lese 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet von der Stiftung Warentest. Das Buch heißt Medikamente im Test und im Kapitel Haut, Haare bin ich angekommen im Abschnitt Warzen. Und der Abschnitt Warzen schließt mit zwei gelben Kästen, dem Kasten Alterswarzen und dem Kasten pflanzliche Alternativen aus der Volksmedizin. Ich lese vor. Der gelbe Kasten Alterswarzen. Alterswarzen. Im späteren Erwachsenenleben können sogenannte Alterswarzen auftreten. Diese gutartigen Hautwucherungen finden sich oftmals im Gesicht, an Bauch oder Rücken. Sie haben eine graubraune Färbung und sind zumeist rundlich. Diese Warzenart wird nicht durch Viren verursacht und ist nicht ansteckend. Alterswarzen sind unbedenklich und müssen nicht behandelt werden. So, der zweite gelbe Kasten, pflanzliche Alternativen aus der Volksmedizin. Ich lese vor. Pflanzliche Alternativen aus der Volksmedizin. Pflanzliche Alternativen aus der Volksmedizin. Schöllkraut wird in der Volksmedizin auch Warzenkraut genannt und schon seit Jahrzehnten zur Warzenbehandlung eingesetzt. Hierbei wird der frische gelbliche Pflanzensatz. Hierbei wird der frische gelbliche Pflanzensaft mehrmals täglich über mehrere Wochen auf die Warze getupft. Er soll Viren abtöten und das Zellwachstum hemmen. Studien, die diese Anwendungshinweise als wirksam belegen, fehlen aber bisher. Auch Teebaumöl gilt unter anderem als Heilmittel gegen Warzen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR, warnt jedoch 2009. Hochkonzentriert kann es Hautreizungen und allergische Reaktionen auslösen. Wegen fehlender Prüfungen dürfen für das Öl keine medizinischen Wirkungen ausgelobt werden. Zu gut Deutsch, für die beiden pflanzlichen Alternativen hier gibt es keine Nachweise für die Wirksamkeit. So, es geht weiter im Kapitel Haut, Haare mit Wunden. Das ist wieder ein bisschen länger, das Kapitel, der Abschnitt, Entschuldigung. Im Kapitel Haut, Haare geht es weiter mit dem Abschnitt Wunden und der ist wieder ein bisschen länger. Und damit schließt auch das Kapitel Haut, Haare. Das kommt nächste Woche. Tschüss. So. Treffer. So. Ach ja. Damit ich weiß, wo es weitergeht, hier ein Zeichen rein, das Papier da rein. Das Licht geht noch nicht aus. Ich lese noch weiter was vor. So.